Wer von euch hat sich schon mal in ein Wohngebiet gesetzt und WLAN geschnorrt? Genau, ich komme mir auch vor wie ein obdachloser Penner. Telekomfon, Hotspots, extrem langsam. Jetzt sitze ich hier in dem Wohngebiet, versuche das Video hochzuladen. Bin mal gespannt, wann mich der erste Anwohner hier fragt, was ich hier zu suchen habe. Tja, Ganze machen nichts. So, da ich jetzt 5 Wochen festhing, wird jetzt ein bisschen geflixt. Jetzt geht's mit dem Flixbus nach Paris und dann weiter nach Bordeaux. Tschüss, Saarbrücken. Teddy ist mit am Start. So, kurzer Stopp gab es gerade schon in Metz, also war ich das dritte Mal in Metz. Zuerst zu Fuß, dann mit der Bahn, jetzt mit dem Bus. Und jetzt stehen wir hier auf einem Parkplatz. Hier ist eine halbe Stunde Pause angesagt. Und dann geht's weiter straight nach Paris. Nach 6 Stunden Busfahrt bin ich in Paris angekommen. Hab im Bus Lea kennengelernt. Hallo. Wir sitzen jetzt hier im Park und warten jetzt 4 Stunden auf den nächsten Bus, damit es dann weitergeht nach Bordeaux. Also, mal gucken. Für dich nach Biarritz. Ich werde dahin wandern von Bordeaux aus. So ist der Plan halt. Mal gucken. Ganz netter Park hier. Viel Sport. Hier kann man es auf jeden Fall aushalten. Besser als in irgendeinem Busbahnhof mitten in der City. 7 Uhr morgens in Bordeaux, nach 14 Stunden Busfahrt endlich angekommen. Jetzt geht's schnell an Atlantik. Teddy ist am Quengeln, weil er im Bus nicht pennen konnte. Aber tja, man kann nicht alles haben. Erstes Zwischenziel erreicht. Nachdem ich gestern in Bordeaux angekommen bin, hatte ich keine Lust mehr zu filmen. Heute weiter zur Düne auf dem Campingplatz. Und da hinten, das Weiße, das ist die Düne. Da werde ich gleich mal hocheiern. Erstmal koche ich mir noch was zu essen und dann zeige ich euch gleich mal den schönen Ausblick von da oben. Oben angekommen. Und wo bin ich? Am Atlantik. Sehr schöne, riesen Wanderdüne hier. Und ich bin endlich am Wasser. Da unten ist der Campingplatz und jetzt geht's mit Schwung wieder runter. Ui. Strand und Wagen, keine gute Sache. Ganz schön anstrengend. Strand, Wellen, der Eismann ist auch gerade schon vorbeigekommen. So, das reicht dann auch mit Strandurlaub. Geh gleich weiter. So, leider musste ich wieder von der Küste weg, da der direkte Weg an der Küste durch ein Militärgebiet ging. Also ein Stück weiter wieder ins Landesinnere rein. Wollte eigentlich in den Wald, habe jetzt aber diesen geilen Platz hier gefunden, wo ich mich jetzt ausbreite. Da bin ich die Langzunge lang gekommen. Hier einen kleinen Kanal entlang. Und der mündet in einen See, den ich dann auf der anderen Seite nochmal habe. Sehr geiler Spot zum Pennen. Ich hoffe, dass mich die Mücken hier nicht so auffressen. Ach ja, apropos Mückenstiche. Da ich hier seit Tagen keinen Breitwegerich und keinen Spitzwegerich finde, um meine Mückenstiche zu behandeln, hatte ich mal überlegt, diese elektronischen Anti-Stichhelfer, die machen ja auch eigentlich nur heiß. Und dann habe ich mir gedacht, was macht heiß? Und meine kleine Taschenlampe. Das 1200 Lumen Monster von BLF, was Heiko mir mal empfohlen hat, ist perfekt für Mückenstiche. Einfach volle Stufe auf den Mückenstich draufhalten, so lange bis es weh tut und schon hört es auf zu jucken. Heiko, das Ding war ein super Tipp. Thank you.
entspannte Nacht hier am See gehabt. Waren zum Glück keine Mücken hier. Ich kann sehr gut pennen. Ich zeige jetzt mal, was der einzige Nachteil ist, wenn man hier so unter freiem Himmel pennt. Es ist alles nass. Feuchtigkeit. Also bleibe ich jetzt noch einen Augenblick liegen, bis die Sonne da über die Büsche gekommen ist. Meine Sachen ein bisschen abtrocknet. Und dann werde ich gleich aufstehen. Campingplatz-Time. Ich bin ein bisschen erkältet, habe Halsschmerzen und leichten Husten. Deswegen mache ich hier mal einen Tag Pause und es sollen heute 33 Grad werden. Auch schon Wäsche gewaschen. Hier breit gemacht. Immer scheiß. Und ich zeige mal, wo ich gerade Videos für euch schneide. Komm mit. So, hier habe ich mich heute breit gemacht zum Schneiden. Und meinem Glück habe ich mal wieder kein Internet hier. Aber das ist gar kein Problem, denn ich habe jetzt 60 GB Datenvolumen auf meinem Tablet und werde damit jetzt immer die Videos hochladen. Wie ihr gemerkt habt, ist das Video ziemlich kurz. Ich habe in letzter Zeit nicht wirklich Bock gehabt, die Kamera rauszuholen und zu filmen. Aber das wird sich hoffentlich wieder ändern. Momentan genieße ich erstmal meinen Weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.